Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Ich hoffe, es wird nicht allzu langweilig, wenn ich hier wieder mit Tesla rumfahre. Wenn ihr eine andere Kombination sehen wollt, könnt ihr mich ja gerne in den Kommentaren wissen lassen. Eure Lieblingskombination. Bitte nicht Easy Dammermut. Dann können wir das gerne machen. Vielleicht auch auf dem kleinen, vielleicht auch auf dem mittleren Account. Alles kein Thema. Haut's rein, ja? Ich lese gerne Kommentare. Ich lese auch gerne Bücher. Zwar nicht immer, aber ab und zu kann man es mal machen. Wir müssen heute in Capture the Flag ein paar Kristalle verdienen, 1600 um genau zu sein. Dank Premium, welches ich noch 5 Tage habe, sollte das auch recht einfach gehen. Ja. Alright. Bücher. Ist das heute das Thema? Können wir so lassen, oder? Ja, gut, dann reden wir über Bücher. Machen wir hier so einen kleinen Buchclub auf, ne? Jede Woche lesen wir ein paar Kapitel, dann tragen wir zusammen und derjenige, der nicht gelesen hat, dem wird es noch leid tun. So, nein. Alright, okay. Ist ja auch egal. Den Kollegen da mit seiner netten Magnum, wo auch immer. Alright. Okay, habt ihr das gesehen? Ist er einfach ganz nett gewesen, wieder zurückgefahren und in mein Elektroblitz, whatever, reingeknallt? Gut. Wenn es so ist, ich freue mich. Hat mir wenigstens ein bisschen Schaden jetzt gegeben, so, beziehungsweise ihm Schaden gegeben. Ich muss mal keinen Schaden machen. Doch, ich muss Schaden machen, aber ich glaube, das war in einem anderen Modus. Oh, schade. Hätte er noch seinen Rückwärtsgang ein bisschen länger beibehalten, dann wäre es was gewesen. Naja, gut, wie dem auch sei. Aber nein, ich lese tatsächlich auch Bücher, ja. Als ich damals doch ja täglich mit der Bahn unterwegs war, da erst recht, weil ich sag mal, irgendwann war es mir halt einfach zu langweilig, nur halt in der Bahn zu sitzen und nichts zu machen, ne? Und arbeiten in der Bahn kannst du jetzt nicht so wirklich, also ich mach mal, man kann es versuchen. Wenn es so Kleinigkeiten sind, dann ist es auch möglich, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Und naja gut, dann dachte ich mir halt, okay, dann lese ich Bücher. Da habe ich mir halt angefangen, mir ein paar Bücher zu holen. Und der fährt einfach so, als gäbe es keinen Morgen. Ich hoffe ja, dass mein Team den noch irgendwie wegholen kann. Ja, geht doch. Ja, hat angefangen, Bücher zu lesen. Und Au. Okay, schade. Zwar kein Treffer, aber immerhin hat er mich jetzt auch nicht gekillt, ne? Gut, aber er hat halt noch immer seinen Overdrive. Und da hinten, da kommt auch einer. Um den können wir uns aber kümmern. Das Ganze hat dann aufgehört, als ich dann... ernsthaft? Okay, na gut. Schade. Hätte jetzt nicht sein müssen. Das Ganze hat dann aufgehört, als ich dann auch nicht mehr mit der Bahn unterwegs war. Oder habe ich auch immer trotzdem halt, wenn die Zeit da war, habe ich tatsächlich auch noch immer ein Buch gelesen. Erst vor kurzem wieder angefangen, da ich halt ein bisschen halt dann tatsächlich auch mit der Bahn rumgedüdelt bin, dachte ich mir, nehme ich da halt ja auch ein Buch mit. Kann man ja lesen, ist ja sonst langweilig. Und dann hoffe ich mal, dass wir wieder eine Flagge erobern können. Mann, das läuft ja hier wie geschmiert. Yo. Aua. Okay. Gefühlt nur eine Kugel hat mich getroffen, aber die hat ausgereicht. Alles klar. Hat er einen Crit rausgehauen oder was? Ups. Hau mich nicht weg. Warte mal, um den können wir uns aber kümmern. Au. Oh. Nee. Dich kriege ich trotzdem noch. Jawohl. Easy. Isida Mammut! Wie kann man mit Isida Mammut spielen? Ist dein Ernst? Isida Mammut? Okay. Gibt tatsächlich Leute, die finden, dass das ist eine... Der ist auch so guckt euch mal an, wie schnell der hier unterwegs ist. Okay. Holy moly. Okay, Isida Mammut ist wahrscheinlich damit eine richtig gute Kombination sogar. Ne? Weil nicht vergessen, Isida ist halt, was Nahkampfwaffen angeht, eine Waffe, die ordentlich Schaden macht. Und, schade. Aber der ist ganz nach unten geschossen worden. Natürlich dank meiner Tesla. Aber wer fährt? Okay. Egal. Isida Mammut ist in Ordnung. Der ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Muss ich mal gucken, was der für eine KD hat.
Aber so schnell, wie der da am Flitzen ist, ist das kein Thema. Wirklich nicht. Krass. Oh mein Gott, wie heißt der? Wo ist er denn hier? Okay. Naja, sei es drum, sei es drum. Nur 900 Kristalle, muss ich also nochmal rein. 4-4. Ja, ich war jetzt nicht gerade gut für mein Team. Naja, was soll's. Was soll's. Aber ich persönlich lese halt mehr so Sachbücher. Ich habe es mal mit einem Roman versucht und ich bin da tatsächlich auch bis zur Hälfte gekommen, aber dann habe ich aufgehört. Es hat mich halt nicht so gepackt. Es war halt einfach so, nee. Habe ich halt gemerkt, ist nicht so meins. Ne? Also, ich weiß nicht. Es gibt halt Leute, die lesen sowas ja gerne, so Fantasy und alles mögliche, oder Krimis und. Aber ich für meinen Teil lese halt Geschichten ungern. Ja, das war halt auch das Problem dann in der Schule. Ein Sachbuch, welches mich interessiert, du, damit habe ich kein Problem. Lese ich gerne. Ja, alles kein Thema. Können wir machen. Aber ansonsten, Geschichten sind halt nicht so meins, ja. Also vor allem, wenn die mich dann erst recht nicht interessieren vom Thema her, ist ja noch schlimmer, ja. Beispielsweise Harry Potter, ne? So. Gibt halt viele, die lesen das gerne, ist ja in Ordnung. Aber ich für meinen Teil, ich hab höchstens, okay, das ist doch das einzige Buch, was ich aus der Reihe gelesen habe dann. Die Kammer des Schreckens. Und ganz ehrlich, also habe ich mir damals, wisst ihr noch, was eine Bibliothek ist? Ja, hoffentlich. Habe ich mir damals ausgeliehen. So. Ich mir dachte, ja, Harry Potter, die Filme, die bis zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind damals, habe ich ja gerne geguckt. Da dachte ich mir, okay, lese ich mal das Buch dazu. Ne? So. Habe ich aber gemerkt, so, irgendwie juckt es mich nicht so. Habe ich halt ganz schnell wieder aufgehört und hier, bitteschön, weg damit. Ja, fand ich halt einfach nicht so geil. Also die Filme selber, ja, ist in Ordnung. Kann man sich geben. Aber Buch? Nee, nee. Ansonsten halt, Sachbücher sind halt, das ist halt so, ich will dann, knapp. Ich will halt gerne dann Wissen vermittelt bekommen. Na, über ein Buch. Und ansonsten für Unterhaltung kann ich mir halt auch dann eine Serie oder einen Film reinziehen, ne? Da lese ich das dann nicht. So. Aber es ist halt nur meine Sache. Meine Ansicht. Ja. Naja, gut. Sei es drum. Jetzt haben wir Bücher als Thema gehabt. Denn Bücher sind wichtig. So, okay. Dann haben wir das jetzt auch noch abgehakt. Perfekt. Cool. Ja. Also man kann mal sich mal ein Buch organisieren und anfangen es zu lesen. Das muss dann natürlich einen interessieren. Wenn man da tatsächlich ein Thema gefunden hat, was einen auch so wirklich fesselt. Sei es jetzt auch von mir aus irgendein Fantasy-Kram, ist ja kein Thema. Ja, dann kann man das auch, kriegt man das easy durch, ja. Aber wie gesagt, bei mir sind es halt mehr so Sachbücher, die ich gerne lese. Aber ja, das dazu. Ja, und ich dachte mir halt einfach so, ich habe ein bisschen Zeit in der Bahn, ne, und dann lese ich doch einfach mal ein paar Seiten und ja, ehe man sich versieht, hat man das Buch dann auch durch. Ja, es wären noch einige Bücher da, die ich noch lesen könnte, habe ich noch nicht angefangen. Habe ich mir halt irgendwann mal gekauft, weil ich mir dachte, ja, kann man mal lesen. Ich habe dann auch eine Zeit lang wirklich aktiv gelesen. Jeden Abend. Da dachte ich mir, okay, immer wieder halt eine Stunde lesen. Und dann habe ich aber irgendwann aufgehört. Und seitdem sind halt die Bücher da so da und ja, gar nicht oder kaum angefangen. Naja, ist ja auch egal. So, vielleicht interessiert es euch. Ne? Aber ich kann euch nur dazu motivieren, einfach mal sowas aufzuschlagen und zu lesen. Ich finde auch, also E-Bücher sind jetzt nicht so meins. Habe ich auch mal probiert, aber ich persönlich bevorzuge tatsächlich die analoge Variante, ja, wo du halt wirklich noch etwas in der Hand hast. Finde ich besser. Also zum Reisen, sag ich mal, okay, kann man sich natürlich auch E-Books gönnen, aber jetzt mal Real Talk. Wozu brauchst du 30 Bücher auf einer Reise, so, weißt du? Wenn du halt im Flugzeug bist, da reicht ja auch ein Buch, okay? Eins, ne?
Muss ja jetzt hier nicht irgendwie so ein Riesenwälzer sein. Ja. Also wo ist das Thema, ne? Ne, wo ist nicht das Thema? Wo ist der Sinn? Wozu sich 30 Bücher mitnehmen? Also vor allem, wenn man halt irgendwie wegfliegt oder so, jetzt mal ehrlich, also du liest doch da nicht die ganze Zeit irgendwelche Bücher, ne? Das ist ja mehr so nur für den Flug an sich. Und nicht dann während dem Urlaub, ne? Da reicht halt trotzdem noch immer ein normales Buch, welches man tatsächlich auch ohne Internetverbindung und Strom nutzen kann. Ja, das dazu. Goldbox, toll. Nicht so toll ist, dass ich hier schon wieder anvisiert werde wie so ein Gollum. Alright, der hatte leider die Kaboom-Drohne. Und wo fällt das Ding denn? Wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Okay, es fällt dort, aber jetzt ist sowieso schon zu spät. An die wäre ich eh nicht rangekommen. Naja. Ist ja auch egal. Ich muss ja sowieso halt nur hier noch ein paar Kristalle machen. Das sieht aber gerade nicht so gut aus. Ich habe zwar auch für mein Team hier, im Gegensatz zu meinem Team, habe ich einige Punkte hier mir geholt. Aber es reicht hier leider nicht für irgendwas. Also ich hoffe trotz alledem. Ah, wobei, so viele Kristalle gibt es gar nicht. Im gegnerischen Team haben auch einige echt viele Punkte gesammelt. Das wird nichts, denke ich. Man kann es ja mal versuchen. Ich kann noch die Flagge hier zurückholen. Dann bringt es mir auch nochmal wieder ein paar Punkte. Also fast 300 habe ich. Das ist schön. Oh Junge. Also eigentlich, ja, wenn es halt noch... Naja, wobei, geht das 8 Minuten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dafür sind die hier dann doch ein bisschen zu brutal unterwegs. Ja, mal schauen, mal schauen. Aber immerhin, wenn ich hier Erster werde, freut es mich. Dann gibt es ja auch noch ein paar Sterne oben drauf, ne? Oh ja, mit Premium habe ich ja sogar noch mehr Glück. Ja, da gibt es ja noch mehr Sterne. Umso besser, umso besser. Oh, über keine Mine gefahren. Alles klar, jetzt bin ich über eine Mine gefahren. Ah. Oh, boy. Alright. Oh, Junge, ey. Die sind ja hier komplett am Eskalieren. Ah, schade. Schade. Zu lange gebraucht, um aufzuladen. Aber immerhin, also, ich sag mal so. An mir liegt's nicht, dass wir verlieren. Will ich nur mal so sagen. Ja? Also, ich für meinen Teil strenge mich ja schon an. Ich denke mal, wobei, bei dem Team, ich bin mir nicht so sicher. Wir warten mal ab. Ah ja, doch. Okay, die haben ihn. Sehr gut. Freut mich. Freut mich, dass es doch etwas wurde. Und Dankeschön für den Assist. Also, prima. Was Punkte angeht, bin ich sehr happy drüber. Das läuft hier gerade ganz gut für mich. Halt nur schade, dass es nur für mich persönlich so, so läuft. Mit meinem Team läuft es halt eher weniger. 3,20 hat einer sogar. Wow. Alles klar. Ja, das ist jetzt nicht schlecht. Oder doch? Warte mal. Als ob ich das Ding da noch getroffen hätte. Na gut. Oh, betäubt. Ich muss hier um meine 1er KD fighten, ne? Das kommt ja noch hinzu. 21 Tode habe ich gefressen. Aber wenigstens habe ich auch entsprechend viele Kills gemacht. Das muss man mir ja auch mal einfach so, vorhalten. Und zwar im positiven Sinn. So, kriegen wir den? Alter, dieser Gang dort, ne? Den überlebst du nicht. 4 Gegner, 2 Schaffter davon. Wow. Einfach nur brutal. Lass mich mal. Und da kriegst du auch noch einen Overdrive rein. Yo! Super, aber die haben halt noch immer keine Flagge erobert. In der ganzen Zeit. Also gut, müssen sie auch nicht mehr. Haben ja schon 4.
Ey, ist das jetzt dein Ernst? Also jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit der etwas guten KD. Ich habe mich angestrengt, aber leider bringt das nichts. Boah. Ey, jetzt habe ich mir selber noch so viel Damage gegeben. Dankeschön. Flagge zu. Okay. 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 Jo. Können wir so stehen lassen. Okay. Schade. Hätte ich meinen Overdrive aktivieren können, wären wirklich alle weg gewesen. Ja, der ist aber auch richtig schnell unterwegs. Aber was will ich denn mit dem da machen? Oh, ich krieg schon wieder einen Schuss wahrscheinlich gleich ab. Danke. Ich find's prima, ja. Dieser Energieball. Der ist doch immer ganz gut für den einen oder anderen Kill. Aber 450 Punkte, also auch wenn wir hier gerade so hart verlieren, hoffe ich doch noch immer, dass ich am Ende des Gott Schaftschuss abbekomme. Dann noch mal die Gauss hinterher. Das halte ich doch nicht aus. Naja, trotzdem. Also, ich hoffe. Ey, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. So, ich hoffe trotzdem, dass ich hier die restlichen Kristalle bekomme, die mir fehlen. Wäre schon toll, wäre schon toll. Bums, ein bisschen Schaden gegeben, aber der wird sich wahrscheinlich einfach hochheilen und gut ist. Oh, wow, okay, cool. Es hat funktioniert. Ja, lassen wir die Flagge einfach da oder soll ich die nehmen? Es ist halt im Grunde... Ja, wobei. Lassen wir die Flagge nicht dort. Und ich fahre mal hier ganz kurz rein in das Feld, damit ich hier ein bisschen geschützt bin, falls ich dann doch mal nochmal getroffen werde. Prima. Ja, das ist super, das ist super. Und ich hoffe, dass... Oh, wow, es hat funktioniert. Was auch funktioniert hat, ist, dass ich getroffen wurde. Auch sehr schön. Perfekt. So, können wir hier wieder... Oh, boy. Der kommt easy durch, der kommt easy durch. Also, 0,5. Was soll's, 500 Punkte habe ich persönlich. Ja, ich hoffe einfach mal tatsächlich, dass das reicht. Wäre schon schade, wenn das nicht reichen würde. Und der ist auch schon wieder fast weg. Der hat nicht mehr viel. Sag ich ja. Boah, Alter. Holy moly. Ja, die Drohne hat aber auch teilweise einen Rückstoß. Alter. Der wird doch gleich seine Bombe wahrscheinlich abwerfen. Und die Schafter, die stehen da schon wieder bereit. Okay, 0,6. Die hätten sich vielleicht mal vorher ein bisschen anstrengen können. Weil hier einfach das Game so in die Länge zu ziehen, ist auch unverschämt. Ja. Ihr seid doch schon am Gewinn gewesen. Warum wartet dann auf einmal so schlecht? Und jetzt nochmal hier irgendwie die Flaggen holen. Ja, ja, ja. Was für Schlingel und Schlawiner hier. Gut. Dem habe ich noch wenigstens mit einem Overdrive eine ordentliche Schelle verpasst. Also, leider keine 1-AKD mehr. Aber trotz alledem, ich habe wenigstens hier ein bisschen was gemacht fürs Team. Aber ganz ehrlich, also, ne, die Abwehr, deren Abwehr ist halt auch schon so offensiv, dass sie halt unsere Abwehr über die ganze Map halt ausschalten kann. Das ist traurig. Aber ja, so ist es. So ist es. Das erste Game locker flockig gewonnen und das zweite halt umso schlimmer verloren. Naja, am Ende des Tages also somit ein Unentschieden. Aber leider ist halt das Game, in dem ich dann gewonnen habe, nicht unbedingt so zu meinem Vorteil verlaufen. Ja? Kaum Punkte gemacht.
Und killt's erst recht nicht, ja. Wie gesagt, 4-4 am Ende, was die KD anging. Hier läuft es entsprechend besser. Aber na gut. Halt nicht, nicht vom Score her. Ja? So. Nehmen wir den auch nochmal mit. Alles kein Thema. GG! Ja, vielleicht nochmal für alle. Gut. Niederlage, leider. Aber, ja. Gut, was die Kristalle angeht, da hat dann diese Schlacht auch schon gereicht. 6 Sterne immerhin bekommen. Das ist gut. Wow. Im gegnerischen Team hätte ich auch ein bisschen was bekommen können. 5000 Kristalle. Ja, heftig. Heftig, heftig, heftig. Aber gut. Egal. Die Aufgabe habe ich jetzt damit durch. Für den Rest, da reicht die Zeit dann auch nicht mehr. Aber trotz alledem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht das Gute, besser, Renion, ist ja klar. Schreibt es in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Nicht unbedingt im nächsten, aber in einem der nächsten. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen.